Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Jawohl, wie ihr seht, wir warten hier schon ganz fleißig. Und zwar starten wir heute die, wie soll man das sagen, die Simpf-Rebellion. Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich ganz krasser Junge bin. Ganz krasser Junge. Ich bitte es zu entschuldigen, falls ich heute irgendwie anders klinge. Mein provisorisches Stativ ist kaputt gegangen und ich habe mir mal ganz eben Neues gebaut. Und ich glaube, es ist ein bisschen höher. Auf jeden Fall, egal. Ups, das könnte ihn töten. Nein, gut, umso besser. Ich habe meine Freunde gefragt, ob sie für ihre Freiheit zu den Waffen greifen würden. Und? Die Anzahl der Freiwilligen hat mich überrascht. Vielleicht stoßen weitere zu uns, sobald der Kampf beginnt. Na, siehst du. Wir werden ohne Waffen jedoch im Kampf sehr schnell sterben. Und wir brauchen sehr viele. Oh, ich habe sehr viele. Mit dem richtigen Material können wir improvisierte Waffen herstellen. Leider fehlen uns einige wesentliche Komponenten. Sag an, was du brauchst, ich hole sie dir. Welche Komponenten? Rede weiter. Es ist eine grauenhafte Idee, mit schlechten Waffen gegen das Institut anzutreten. Ich könnte euch einige Waffen geben. Ja, das wäre mir ehrlich gesagt lieber, weil drittens hat schon recht, ne? So ein bisschen. Ich könnte euch einige Waffen geben. Hervorragend. Legen Sie alles, was Sie entbehren können, in Wartungsschrank 3B. Aber wir brauchen genug Waffen für eine ganze Rebellion. Also brauchen wir noch immer die Komponenten. Okay, optional. Deponier Waffen für die Rebellen. Welche Komponenten? Welche Komponenten? Schießpulver, Laserfokuskristalle und ein paar weitere Dinge. Können wir nicht einfach Waffen stehlen? Rede weiter. Ist eine grauenhafte Idee mit schlechten Waffen. Ja, eigentlich immer noch, ne? Es ist eine grauenhafte Idee, mit schlechten Waffen gegen das Institut anzutreten. Wir sind den Wissenschaftlern zahlenmäßig deutlich überlegen. Wir brauchen nur mehr als unsere Fäuste. Wir haben jetzt einen Plan für die Waffen. Das Institut wird ständig erweitert. Gerade wurden die Grabungsarbeiten für eine weitere Etage abgeschlossen. Yay. Das Grabwerkzeug wurde bereits in Kisten verpackt, aber noch nicht weggebracht. Bei diesem Werkzeug finden wir alles, was wir brauchen. Dank Mr. Binet besteht die Baukolonne ausschließlich aus meinen Freunden. Ach, guck mal. Aber sie werden ständig überwacht. Was würden Sie sagen, wenn Sie Wachen töten müssten? Easy. Wer bewacht sie? Ich mache es, ich brenne auf einen Kampf, ich würde es tun, wenn es sein muss. Wer bewacht sie? Wer bewacht sie? Nicht gerade wenige Synths älterer Modelle. Ist das ein Problem? Nicht unbedingt. Ich würde es tun, wenn es sein muss. Eine andere Möglichkeit fällt uns auch nicht ein. Wenn sie die Wachen ausgeschaltet haben, transportieren wir die Ausrüstung ab und sprengen die Tunnel hinter uns. Für das SEB sieht es wie ein tragischer Bauunfall aus, der viele Synths getötet hat. Passiert nicht häufig, kommt aber vor. Und dann stellen unsere toten Freunde die benötigten Waffen her. Viel Glück. Okay, was mich jetzt aber andersrum interessieren würde. Sind die nicht irgendwie alle Kamera überwacht? Also ich meine, dass die Roboter, ich sag mal, es sind ja als Roboter so gesehen, dass die halt alle Kamera überwacht sind, dass gesteuert werden können, so zum Notfall. Ich meine, das würde Sinn machen, oder? Ach, naja, egal. Was weiß ich so, was haben wir denn jetzt? Töte die Tunnelwachen, optional deponier Waffen für die Rebellen. Wo können wir denn deportieren? Ich würde jetzt ungern schon da reinrennen, wo die Wachen sind. Deswegen, hier sollte ich sie wahrscheinlich deponieren. Habe ich recht oder habe ich recht? Da soll ich deponieren. Klebeband nehme ich mit, meins. Ganz im Ernst, wofür braucht ihr Klebeband? Brauchen sie auch Munition? Weil, naja, ne? Ich frage ja nur. Soll ich denen meine PTRD geben, ob die dann wirklich mit der Waffe kämpfen? Ich weiß nicht. Ich klaue mich hier mal kurz ein und dann gehen wir erstmal nach Hause. Wir können ja von hier aus schnell reisen, stimmt ja. Gehen wir erstmal nach Hause, holen die Waffen. Wir haben ja so 2, 3, 4, vielleicht 5. Dann könnt ihr damit kämpfen, nicht wahr? Das ist mal... Wozu brauche ich sie sonst? Vielleicht nochmal was zu verkaufen, aber mein Gott, ich habe so viel Credits. Kronkorken. Nicht Credits. Diese Ladezeiten sind echt das Schönste an diesem Spiel. So, wundert euch nicht, ich bin der Erlöser. Schießt einer? Nö. Ich dachte schon, da schießt einer. Okay, Werkstatt. Falsche Taste. Hau mal an den Kack, also viel ist es ja gar nicht. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn hier alles? Ach, guck an, wir haben da Fatman. Jawohl, ich gebe den einfach dem Fatman. Scheiß doch drauf. Lasergewehr, Plasmagranate, ja. Undin-Kettenklinge. Raketenwerfer, klar doch. Boxhandschuhe ist vielleicht nicht so nützlich.
Kampfflinte, Minigun, Sturmgewehr, Injektorgewehr. Naja, benutze ich eigentlich eh nicht, oder? Ach komm, das Injektorgewehr, das lassen wir mal hier. Vielleicht irgendwann mal. Irgendwann mal. Wo war es denn jetzt? Verdampfte Scheiße. Ach, ich sollte lesen, ne? Ich sollte lesen. Institutgewehr, das muss ja immer sein. Es muss ja doch irgendwo sein. Es kann auch nicht angehen, dass ich zu blöd dafür bin. Scheinbar bin ich's. Ach da, mein Gott. Gut, Injektorgewehr lassen wir hier. Was ist die Jagdgewehr? Ja, Pistole. Ja, Kryolator, ja. Minigun. Überhaupt noch bewegen kannst. Ja, Schüttel. Gut, dann packen wir erstmal irgendwas hier rein, wahrscheinlich eine Minigun. Oder? Wie viel haben wir hier? Doch, eine Minigun muss hier bleiben. Tut mir leid, Minigun, aber du bist. Oder der Raketenwerfer. Ja, oder alles. Okay. Gut. Dann machen wir mal hier so ein paar Versorgungstouren. Am besten ja. Gleich auf Screen. Oh, gerade beim Deportieren der Waffen habe ich die Nachricht bekommen, dass ich dieses optionale Ziel abgeschlossen habe. Das heißt wohl, es ist genug. Aber ich packe die trotzdem noch ein. So. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendeine habe ich zu viel reingepackt. Nein, das war die falsche Taste. Ja, zeig's mir bitte nicht an. Warum auch? Irgendwas auf der 5. Ach scheiße, was haben wir denn auf der 5? Was hatten wir denn auf der 5? Oh. Ich wusste doch, dass ich sie da verkacken werde. Ja? Ich wusste es. Aber was hatte ich dabei? Ach Mann. Ach Mann, ach leg mich. Ich brauche ich eh nicht. So, fertig. Ich habe eine PTAD, mehr brauche ich nicht. PTRS, pardon. Wo sind die da? Machen wir die gleich mal auf die 5. So, leg mich. Hat's nie gegeben. Lalalala. Okay, dann heißt es Homer Sims am Morgen. Vaters Arbeit war sehr inspirierend für mich. Das ist schön. Das ist wunderschönstens, aber ist mir gerade relativ wumpe. Du musst nicht immer die Waffe rausstehen. Ich würde, kriegen wir eine neue Nahrungsergänzung. Eine neue Nahrungsergänzung. Mann, da freue ich mich aber. Da geht's ja gar nicht lang. Mann, bin ich blöd. Stimmt ja, geht ja hier ran. Hallöchen, ich müsste euch mal umbringen. Ach, guck mal, Fahrstuhl. Welch eine passende Gelegenheit, meine neue Erfindung zu präsentieren. Fahrstuhlmusik. Oh, schade, schon da. Na gut, nicht mehr so viel Fahrstuhlmusik. Okay, wir haben hier 5 Wachen, scheinbar. Alle Systeme normal. Arbeite mit voller Kapazität. Wow, wie gut, dass die alle da stehen. Ah ne, jetzt gehen sie. Oder auch nicht. Okay, hat jemand den Bindigern? Guten Tag. Ich glaube, Sie haben da eine Angelegenheit mit den Wachen zu regeln. Ja, ich glaube, du hast ein Problem mit deinen Fingern. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Ja, ich überlege gerade noch, wie ich das mache. Guck mal, der geht jetzt mal nach hinten hin. Aha. Der Bau schreitet planmäßig voran. Ja, das ist schön, das ist schön. Das ist erfreulich zu hören. Was machen die denn jetzt, wenn ich die einfach mal so erschieße? Also die andere. Sensoranomalie entdeckt. Da okay. Bist du. Okay, das ist relativ am Schluss. Gut. Ich dachte, ich könnte sie mit ein paar gezielten Schüssen in den Kopf erledigen. Aber dem war wohl nicht so. Von daher nicht. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Nämlich gar keine Waffe. Da oben sind. Das war doof. Leg mir doch vielleicht nicht alle rein. Diese Waffe ist so ein bisschen tödlich. Unter Umständen. KI. Kann man sie lieben? Nein. Kann man sie hassen? Eindeutig. So, einfach mal kopieren hier. Ja, ja. Und tschüss. Gehen Sie jetzt. Bald ist alles hier zu Ende. Denkt alle an Z1 Plan.
Nehmt alles mit, was wir brauchen können. Besonders die Kisten. Besonders die Kisten. Oh geil, die hat sich schon die Waffe geschnappt, Alter. Wow, richtige Polacken. Okay, das lief nicht ganz so wie gedacht. Es war nicht so stylisch, aber naja. Naja. Aber dafür haben wir wieder Fahrstuhlmusik. Nein, das ist keine Mod. Ich mache einfach gerade Musik rein. Das dachte ich, ist passend. Hoffentlich kennt YouTube die Musik nicht. Oh oh. Hätte ich mal früher dran denken sollen. Wo ist meine Waffe? Schade. Schon wieder da. Na gut, Leute, da sind wir wieder. Ja, da unten gab es ein kleines Problemchen, aber wird schon nichts Großartiges sein, schätze ich mal. Dr. Watson kann ein bisschen zwanghaft sein, wenn es um Regeln und Richtlinien geht. Wer hat dich denn jetzt gefragt? Ach, apropos, müssen wir nicht theoretisch noch die Quest abgeben? Theoretisch. Warte mal, müssen wir die noch abgeben oder hat die sich abgegeben? Blablabla, bla, bla. Jetzt müssen wir auch noch machen, ne? Aha. Wir müssen noch so viel machen. Leck mich. Ich mach das hier noch fertig und dann machen wir die andere Quest. Also ich meine, ne? Falls wir Sie noch haben ihren Teil getan. Ja, und wir werden unseren tun. Wir fangen umgehend damit an, die Waffen herzustellen. Das ist nett. Gibt es Probleme? Gibt es Neues über Liam? Beeilt euch mit der Herstellung der Waffen. Das ist ein guter Anfang, ja. Gibt es Probleme? Es gab keinen Alarm. Meine Freunde haben genug Zeit, sich die Ausrüstung zu beschaffen und dann ihre Spuren zu verwischen. Gut, was mich erstaunt, aber naja, gut. Gibt's was Neues über Liam? Liam hat sein Terminal zum Laufen gebracht. Wenn die Zeit gekommen ist, haben wir jemanden, der es bedienen kann. Hippie. Ich halte Liam hin, solange ich kann. Aber er will unbedingt den alten Plan durchziehen. Gehen Sie ihm, wenn möglich, aus dem Weg. Wenn er hört, was wir vorhaben, könnte er uns melden. Wow. Naja, gut. Das ist ein guter Anfang. Das Schwierigste wird sein, all das vor dem SEB geheim zu halten. Also sind wir sehr vorsichtig, was leider auch Zeit kostet. Arbeiten Sie fürs Erste bitte weiter mit Vater zusammen. Er darf keinen Verdacht schöpfen. Ja, gut. Ich kontaktiere Sie, sobald meine Leute bereit sind. Okay, aber weiter mit Vater zusammen. Ja gut, dann machen wir das hier mal mit der Sympheim-Behaltung. Ist ja schließlich Vaters Begehren. Trifft dich mit dem Mann hier, wo denn? Scheiße. Kein Questmarker. Ich bin verloren, Leute. Eine Welt ohne Questmarker. Habe ich ihn umgebracht? Ah, naja, gut, hier hinten ist er. Phew, ich dachte schon, ich hätte ihn letztens mal umgebracht, so ganz aus Versehen. Aber nein. Ladezeiten sind geil. Guck mal, einer Wix, wir sind da. Huch, was ist das denn? Was? Okay, die sind einfach so gestorben. Finde ich okay. Danke für eure Mitarbeit. Ja. Irgendwas mit Inter. Scheiße. Inter. Was ist denn? Inter. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Ja. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, toll, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, Inter. Im Jahr 2077 wichtig waren. Euch, die ihr 200 Jahre in der Zukunft warte mal, lebt, das ist soweit, mögen diese Relikte kurios erscheinen, aber wir hoffen, dass sie euch an unseren Platz in der das Geschichte ist ein bisschen viel zu weit. Und an den euren. Wie wir das Fundament für die Welt gelegt haben, in der ihr lebt, Interventionsnotiz. Ein Fundament für kommende Generationen. Hank, du hast ganz schön viel. Zukunft strahlend sein. Im Namen von uns allen im Jahr 2077 wünsche ich euch alles Gute. Dankeschön. Hier spricht Bürgermeisterin Alyssa Park für die Stadt Jamaica Plain. Dankeschön. Hank, du hast ganz schön viel von dieser Lebensmittelpaste gegessen, die wir von der Schule aus Suffolk bekommen haben. Das hat was mit dir gemacht. Also, was ziemlich schlimm ist, Mann. Du gehst bei jeder Kleinigkeit an die Decke. Hast du immer diesen verrückten Blick drauf? Scheiße, beim letzten Famiüberfall hast du sogar ein paar Flüchtende erschossen. Wir töten keine Leute, wenn sie weglaufen, Mann. Da stehen wir drüber. Ich weiß, das Zeug schmeckt dir gut, aber ist es das alles wirklich wert? Also ich musste das hier aufschreiben, weil ich Angst habe, dass du mir ins Gesicht schießt, wenn ich dir irgendwas persönlich sage. Wir sind deine Freunde. Wir wollen einfach nur nicht, dass du vom Weg abkommst. Lass es sein mit der Paste, Mann. Okay, und dann haben die sich wohl gerade eben
gegenseitig erschossen getan. Das finde ich natürlich sehr nett. Die scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Du bist wertlos. Okay, hätten wir das wieder geregelt. Wer hier wertlos ist und wer nicht. Ja, ich komme ja gleich, Mr. Warner. Hallöchen. Tässchen. Na? Ich bin bereit reinzugehen, Sir. Das finde ich nett. Lass mich erstmal hier looten. So, dann lass mal rein. Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Sir. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Er scheint auf Gewalt aus zu sein, oder? Scheint wohl so. Was wissen wir über diesen Synth Gabriel? Ja. Was wissen wir über diesen Synth Gabriel? Bezeichnung B. Ich dachte, ich hätte eine Bewegung gehört. Oh nein, du wirst nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch, ja? Also ich möchte mir jetzt auf jeden Fall nicht die Bruderschaft als Feind machen, aber... ja, jetzt... Oh, hallöchen. Die spawnen das Ding. Jetzt mir haben ist jetzt schon langweilig. Mir auch, vor allem weil der Zaun abschloss ist bei mir. Oh, nee, die haben Hunde. Miese Taktik, schlechte Schützen. Das wird schnell gehen. Sehe ich. Ja, ich würde ja gerne helfen, aber... Ach Mann, Alter, ich muss den Spielstand gleich neu laden. Kann das sein? Achso, er stirbt gar nicht erst. Das ist natürlich praktisch. Wer macht da hinten Party? Wer macht denn da hinten Party? Ich will auch Party machen. Libertalia. Libertalia, was auch immer. Ja, ich mach das hier mal im Alleingang. Das macht ja nichts. Was soll er? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bin ich jetzt wieder reingefallen. Ich habe leider nichts gehört. Achso, ja gut, dass ich erstmal nachladen muss. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. So. Okay, werft alle Granaten. Das finde ich sehr freundlich von euch. Aber ich brauche leider gerade keine. So, da steht ja gerade genau. Der ist ja schon kaputt. Ach, guck an. Mensch. Du willst ein Veteran sein, tja. Ich verreck schon nicht so schnell, mach dir keine Sorgen. Ein kleiner Abenteurer. Du brauchst dich auch nicht so weit bewegen, es ist schon vorbei. Er fällt runter, ich wollte ihn looten. Das ist ehrlich gesagt ziemlich unpraktisch, dass die Bruderschaft hier mitkommt, aber hey. Ja, Curry, der ist bestimmt wahnsinnig freundlich, wenn er schon schießt. Möglicherweise hast du das. Na komm hier. Na komm. Das ist doof. Ja, feiner. Woher willst du wissen, wie mein Puls ist, wenn du gar kein Roboter mehr bist? Naja, gut, so gesehen bist du noch ein Roboter, aber du bist ja nicht mehr so wie vorher. Ja, wollen wir das mal festhalten. Da oben ist eine Kiste und zu der will ich. Ich habe ein Recht darauf. Vielen Dank. Wie geht's weiter? Ach, hier. Kabumsel. Sehr viele Geräusche. Ach. Was in der Nähe, sagt sie. Ach nö, 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 nö. Ja, ne, kämpft mal ohne mich weiter. Ach toll, die treffen mich auch noch. Ich sollte seitdem ich echt meine Waffe geben. Hilfe, Hilfe. Ich bin ein ertrunkener Flüchtling. Ach. Ja. Das ist jetzt natürlich doof. Ah, ich kann raus hier. Oh Gott sei Dank. Ja, wenn ich hier noch vernünftig meine Waffe rausholen könnte. Kannst du mal mir aufhören, dumm zu sein und die Waffe vernünftig ausrüsten? Sehr freundlich von dir. Ach komm. So. Keine Zeit hier zum Rumalbern. Ping, ping, ping. Gute Kochfahr, ne? Mit was schießt der denn auf mich, Alter?
ganz ehrlich, der Ort, die Basis hier ist, sieht zwar ganz cool aus, aber so ich persönlich, wenn ich hier so wohnen müsste, das wäre alles viel zu nervig hier, Alter. Boah. Nee. Ach so, gut zu wissen. Ich wusste nicht, dass mein Desinteresse Angst nennt. Hör mal, na gut. Schieß mal weiter. Irgendwann sehe ich dich schon noch. Ach, guck mal da. Ja, ich hab's dir gesagt. Irgendwann sehe ich dich. Ich bin nicht der Hellste, aber wenn ich dich sehe, dann bist du weg. Achso, ich wollte ihm sagen, na, ihr habt noch nichts von dem Krieg mitbekommen, ne? Du Dreckiger. Hi. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Du hättest auch. Ist das so? Ach, da ist er drin, ey. Er sagt das doch gleich. Guck mal, wir machen das Sniper, wir müssen das nicht so machen. Fällt natürlich unheimlich gut aus. Was unheimlich schön ist. Das nennst du einen Kampf? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ach komm. Naja, noch ein bisschen. So. Gott sei Dank. Das ist alles? Nee, irgendein hast du noch. So schmerzvoll wie möglich. Zum Glück interessiert er sich nicht so für Headshots. So, du bist runtergefallen? Na, ja, da kannst du jetzt alleine bleiben. Ich kriege da keine 10 Pferde rein. Tausch. So, wer ist hier noch feindlich? Alles Feindliche jetzt rauskommen. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Ja. Ich glaube, deine anderen Gegner hatten keine Anti-Panzer-Rifle dabei, ja? Die dich einfach mal so voll krass no-scopen, Digga. Hast du voll nicht kommen sehen, ne? Hast du voll nicht kommen sehen, du Noob. So, wunderschön alles mitnehmen. Man will ja nichts verkommen lassen. Zumindest versuchen, nichts verkommen zu lassen. Hier leuchtet's, hier muss es spannend sein. Wir hätten auch von hier kommen können. Achso, ist wahrscheinlich der schnelle Weg nach Hause. Achso, die Lampe läuft. Achso, ja, ja, Bewegungswälder. Ja, ja. Naja, mach mal. Find ich cool. Huch. Höpsi. Das wollte ich gar nicht. Die prügeln sich da hinten ja schon. Sehr niedlich. Aber wie komme ich darüber? Muss ich jetzt schwimmen? Ich kann nicht schwimmen. Ah, vielleicht so ein kleiner Jump'n'One-Einlage. Hallo? Für den Sieg, meinst du? Nicht für die Niederlage? Klingt jetzt spontan gesehen besser. Hilfe. Ja, gut. Ja. Ah ja. Lass mich rein. Lass mich rein. Hey, ich hab's geschafft. Schön, dass du unsterblich bist. Ein bisschen hier looten, wie schön, dass mich jemand anschreibt. Na, sag mal. Hält ja mal 2 Schüsse aus, sag mal, was denkst du, wer du bist, hä? Fall schon um, ich hab noch anderes zu tun. Was solltest du schon zu tun haben? Kreuzschlüssel. Ich würde schon sagen, Bobs Kreuz. Bobs Schlüssel, was? Was steht da? Wir werden beschossen. Gegner unbekannt. Gegner nicht unbekannt. Die Welt an der Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Ach, hier wollte man eine Runde für mich reden, das finde ich ja nett. Ja, das ist ja nett. Juhu. Hoffentlich bringe ich nicht aus Versehen den besagten Simp um. Das wäre schon doof. Das Problem ist, ich muss das hier alles mitnehmen. Für spätere Baufarm. Lecker. Nee, was hast du denn gesagt? Und vor allem, wo bist du? Redest du mit mir, aber zeig sie nicht. Volkswahrscheinlich. Wo bist du? Hier oben.
Miesebrise und viele Strohkissen. Ah, Captains Kabine. Mhm. Ah, vielleicht hätte ich vorher mal versuchen sollen. Warten Sie kurz, Sir. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Okay. Was gibt's? Was gibt's? Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma 71 Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Jawohl. Was heißt zurücksetzen seiner kognitiven Prozesse? Sarkastisch, was für ein Zungenbrecher. Ich zerstöre nicht die Identität und den freien Willen dieses Mannes. Ihn zu töten wäre humaner. Ich zerstöre nicht die Identität und den freien Willen dieses Mannes. Ihn zu töten wäre humaner. Finde ich auch. Was du vorschlägst, grenzt an Mord. Er ist kein Mann, Sir, sondern ein Sünder. Ein Verwirrter und Gefährlicher dazu. Wir können seine Funktionen wiederherstellen, ihn wieder ganz machen. Sir, ich kann Sie nicht zwingen, den Code zu benutzen, aber Vater würde es so wollen. Hoffentlich denken Sie daran. Das ist alles, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. Da kommt immer hin um. Was? Oh, Le Fusils Terrible. Ja. 25% Schaden an Körperteilschaden, und Körperteilschaden jedoch höher Rückstoß. Ja, cool. Das Ding ist halt, wenn er halt wieder so Macken kriegt und wieder abhaut, was ist dann, ne? Was dann? Dann fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an. Nö, wir machen das gleich. So. Ist ja viel einfacher. Glaube ich. Vielleicht können wir ihn auch dazu überreden, dass alles cool ist und so. Wer weiß das schon. So, nehmen wir das ganze Zeug in den Mitz. So, was steht denn in seinem tollen Terminal? Wird halt wieder eine extra lange Folge. Befehlseingabe-Log. Archiv für Benutzer James Wire. Ja, bitte einmal. Mai 2282. Da wären wir also, unser neues Zuhause. Wir haben nur einen von Anderson weniger nützlichen 10 verloren. Ansonsten gab es kaum Probleme dabei, die Meyer-Lurks aus diesen alten Pötten zu vertreiben. Jetzt müssen wir uns nur auch überlegen, was wir als nächstes tun sollen. Kaum einer von uns erinnert sich noch an das Leben vor dem Minutemen. Aber es war General Becker, der die Jungs zusammengehalten hat. Jetzt ist er tot und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Milizen bekriegen werden. Da habe ich keine Lust drauf. Aber wir können etwas aus dem Laden hier machen, da bin ich sicher. Außerdem gibt es keinen anderen Weg. November 2282. Wir verbrauchen deutlich mehr Lebensmittel als geplant. Die Leute haben Hunger. Wir haben das Essen zwar rationiert, aber die Späher müssen bald etwas finden, sonst bekommen wir Probleme. Dezember 2282. Ich habe Anderson und Williams heute erhängen lassen. War nicht schön, unsere besten Schützen zu exekutieren, aber es musste getan werden. Ende letzten Monats haben sie Vorräte und Essen gefunden. Wir waren am Verhungern, also habe ich nicht gefragt, wo das Zeug herkam. Heute haben wir dann Besuch von den Wachen aus Bunker Hill bekommen. Wie sich herausstellt, haben meine Jungs Karawanen überfallen und uns mit der Beute durchgefüttert. Ich habe den Wachen mein Wort gegeben, dass ich die Jungs gerecht bestrafen würde und ich halte mein Wort. Aber von Gerechtigkeit werden meine Leute leider trotzdem nicht satt. Februar 2283. Scheiße, es reicht. Eine weitere Karawane hat meine Jungs beschissen. Diese Söldnerkacke, zu der wir gezwungen sind, lohnt sich nicht, wenn die Dreckskerle nicht bezahlen. Ich habe versucht, die Händler am Bunker Hill zu überzeugen und zu helfen, uns was zu essen zu geben. Aber sie sind hart geblieben. Sie stecken da mit drin, da bin ich sicher. Nein, es reicht. Heute werden meine Jungs und ich ein Exempel statuieren. April 2283. 4 neue Rekruten heute. Meinten, sie hätten gehört, dass die Raider in der Bucht eine Menge Kronkorken in Land holen. Raider. So haben sie uns genannt. Und sie liegen damit nicht falsch. Wir machen echt eine Menge Kohle. Bunker Hill, die Karawanen, die bezahlen uns, damit wir nichts tun. Sie in Ruhe lassen. Seit wir die Minutemen verlassen haben, ging es uns nie besser. General Baker würde kotzen, wenn er uns jetzt sehen würde. Aber er ist tot und wir sind noch am Leben. Ich habe keine Lust mehr zu schreiben. Okay. Befehlsangabe-Log ausführen, Update-Benutzer. Okay, sehr interessant. Ausführen Hilfe, wie repariert man dieses beschissene Terminal? Jo, geil, okay. Ein Technik-Freak, durch und durch. Also, so gesehen, hat Bunker Hill selber Schuld, dass sie hier so ein bisschen erpresst werden, weil sie sich nicht an Verträge gehalten haben. Offenbar. Was ist denn hier der Kollege? Ach, da geht's nur um. Da nach oben geht es, nehmen wir alles mit, denn das ist toll, alles mitzunehmen. Scheiße, ein versperrter Koffer. Na? Uiuiui. Na komm schon, jawohl. Geschafft. Okay,
Dann machen wir das mal noch fertig. Denn wir sind bei einer halben Stunde. Scheiße, ein langer Part. Gut, wir haben Ausrüstung. Sehr beeindruckend. Bestimmt Agenten des Instituts. Auch ihr habt es ganz nach oben. Das Institut so dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. Ja. Wie viel Beute habt ihr denn? Blablabla. Bla, bla. An deinen Händen klebt jede Menge Blut. Das hat jetzt ein Ende. Querbild, du bist nicht der, den du sein glaubst. Du bist ein Zimpf und wir bringen dich nach Hause. Ja. Gabriel, du bist nicht der, der du zu sein glaubst. Du bist ein Synth und wir bringen dich nach Hause. Ein Synth? Was zum Teufel redest du da? Ich erinnere mich an alles. Ich weiß, wo ich aufgewachsen bin und wer meine Eltern waren. Erklär mir das mal. Bist du dir sicher? Hast du dich nie irgendwie anders gefühlt? Ich mache es ganz einfach. Gib auf oder wir töten dich. Es ist hart, aber die Wahrheit. Deine Erinnerungen wurden verändert. Du bist ein Zimpf. Ich versuche das mal hier mit drittens. Ich mache es dir ganz einfach. Gib auf oder wir töten dich. Okay. Okay. Wir können es mit euch nicht aufnehmen. Bitte tötet uns nicht. Hör nicht auf die! Mann, die wollen dich kirre machen! Halt deine Schnauze, verstanden? Ich will nichts mehr hören. Tut mir leid, Sir, aber ich habe meine Befehle. Bitte sag mir, dass wir mit dem Kämpfen fertig sind. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Was? Alles okay? Gabriel, kannst du mich hören? Scheiße! Wir haben was mit ihm gemacht! Schaltet sie aus! Scheiße. Und ein Level Up hier. Gut, das lief jetzt nicht so wie geplant, aber naja. Gute Arbeit, Sir. Ich bringe den Zinn zurück. Naja. Bereit für Transmission mit zurückgeholtem Synth. Du siehst süß aus. Tschüss. Ja, geil, ne? Hätten wir das auch mal wieder geschafft. Mit Bravour gemeistert. Haha. Haha, hi. Gehen wir einfach mal mit. Ein reges Treiben hier, Soundkulissen technisch. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und mache einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Fallout 4 wieder. Bis dahin. Tschüss. Hui.